Silvestre wird zur neuen Königin der Amazonen gewählt. Allerdings zögert sie, das Amt auch anzutreten. Ihrer Schwester Antiope gesteht sie auch, warum. Als Königin müsste sie Hass auf alle Männer schwören, so will es das strenge Gesetz der Amazonen. Allerdings hat sie sich just in einen Mann verliebt und es erscheint ihr nun unmöglich, diesen Schwur abzulegen. Die Themen Missbrauch, Frauensolidarität und männliche Gewalt sind erstaunlich aktuell für ein Werk, das bereits 1763 uraufgeführt wurde. Komponiert hat die Oper Maria Antonia Walpurgis. Sie wurde 1724 als Tochter des bayerischen Kurfürsten geboren und mit Anfang 20 heiratete sie Friedrich Christian, den Sohn des sächsischen Kurfürsten, und mit ihm siedelte sie nach Dresden über. Das Ehepaar teilte die gleichen politischen Ideale, die geprägt waren von den Ideen der Aufklärung. Leider hatten sie nur wenig Gelegenheit, sie tatsächlich in die Tat umzusetzen. Wie alle Adligen hat Maria Antonia eine profunde musikalische Ausbildung genossen, wofür ihr sowohl in München als auch in Dresden sehr hervorragende Lehrer zur Verfügung standen. Maria Antonia Walpurgis hatte ganz hervorragende Lehrer, die sie maßgeblich beeinflusst haben. Das waren Nicola Antonio Porpora, ein Musiker und Komponist aus Neapel. Dann Johann Adolf Hasse, der Kapellmeister und Opernkomponist in Dresden. Und Pietro Metastasio, der Hofdichter in Wien war und der als Libretto-Papst schlechthin der Barockzeit des 18. Jahrhunderts gilt. Dass Hasses Stil Maria Antonia sehr beeinflusst hat, das hört man auch in Talestris. Und diesen Stil nennt man galant. Der galante Stil, das ist die Bezeichnung, die die Musikwissenschaft im Nachhinein der Musik dieser Zeit gegeben hat. Und ein zweiter Begriff ist in diesem Zusammenhang auch noch interessant. Das ist die Opera Napoletana. Das war eine ganz bestimmte Art, Opern zu komponieren. Sehr melodisch, harmonisch, sehr einfach, sehr zuvorkommend den Sängerinnen und Sängern gegenüber. Die Gemeinschaft der Amazonen beginnt zu bröckeln, als die Liebe ins Spiel kommt. Mit Oronte liebt Talestri einen Mann, der so gar nicht den Vorurteilen entspricht, die sie ihr Leben lang gehört hat. Statt brutal und dominant zu sein, ist er friedfertig und respektvoll. Dennoch bestehen die anderen Amazonen auf seinem Tod, da er unbefugt in ihr Reich eingedrungen ist. Aber Talestri erklärt ihnen nun, dass Oronte der Sohn des Skythenkönigs sei, der ja, wie sie alle wüssten, nach der Vergewaltigung einer Amazone geboren worden sei und deswegen trage Oronte Amazonenblut in sich und Amazonenblut könnten sie unmöglich vergießen. Doch das Argument zieht nicht. Die Gemeinschaft bleibt hart und besteht auf Orontes Tod. Da erklärt die strenge Priesterin Tomiri, dass sie selbst diese missbrauchte Amazone sei und Oronte folglich ihr Sohn. Aber ungeachtet dessen besteht sie auf dem Todesurteil, weil es das Amazonengesetz vorgibt. Wenn das so ist, beschließt daraufhin Talestri, dann soll Tomiri bitteschön auch dieses Urteil selbst vollziehen und den eigenen Sohn töten. Talestri hat sich in einen Mann verliebt und das lässt die ganze Gesellschaft der Amazonen in eine Art von Bürgerkrieg eintauchen. Die Hälfte der Amazonen sind auf ihrer Seite und möchten diesen Mann schonen und haben eine menschlichere Haltung entwickelt gegenüber dem anderen Geschlecht. Andererseits sind andere Amazonen, so wie Tomiri, die Priesterin dieser Gesellschaft, total dagegen, sich aufzumachen, sich zu öffnen, diesem Geschlecht, und wollen radikal bleiben und sich mit ihren Prinzipien einfach weiterhin identifizieren. Dieser Konflikt ist einfach
von einer unglaublichen Stärke. Man kann sich gar nicht entscheiden. Einerseits versteht man Talestri sehr gut, weil in dem Moment, wo die Menschlichkeit die Liebe einbricht, dann wird eine andere Ebene geöffnet und man möchte dann nicht mehr so radikal sein gegenüber den Männern. Andererseits versteht man aber auch Tomiri sehr gut, die Gewalt, geschlechtsspezifische Gewalt an ihren eigenen Leib erlebt hat. Und natürlich möchte sie überhaupt nicht aufgeben, ihre radikale Haltung. Insofern möchte ich auch jetzt nicht so eine einfache Lösung für einen nicht einfachen Konflikt geben, sondern einfach das total ausleben und diesen Konflikt so präsentieren, wie es auch heutzutage immer noch zugegen ist. Das Thema geschlechtsspezifische Gewalt ist mir sehr wichtig und ich möchte nicht nur, dass es auf einer Open Bühne bleibt, sondern ich möchte die Menschen in der Stadt darauf aufmerksam machen und überhaupt Assoziationen, Verbindungen zwischen der Bühne, zwischen den Menschen außerhalb, aber auch zwischen anderen Künstlern kreieren. Deswegen besteht unser Bühnenbild aus roten Schuhen, wie ihr sehen könnt, die wir nicht aus einem Fundus geholt haben, sondern die von den Bürgerinnen gespendet wurden und die auch im Rahmen der Aktion Zapatos Rojos von Elina Chauvet dann auch benutzt wurden, weil am 12.11. haben wir mit den Bürgerinnen diese Kunstaktion zusammen gemacht, damit wir in der Stadt präsent sind mit dem Thema und dadurch haben wir auch Verbindungen geschöpft zwischen den Opernbühnen, zwischen dem, was außerhalb der Opernbühnen passiert und zwischen den anderen Künsten. Maria Antonia Walpurgis hat für das Dresdner Hoforchester des 18. Jahrhunderts komponiert. Das war sowas wie heute die New Yorker Philharmoniker oder das Gewandhausorchester, also ein unglaublich berühmter Klangkörper in der musikalischen Welt des 18. Jahrhunderts. Er war besetzt mit Streichern, dann Bläsern, zwei Flöten, zwei Oboen, zwei Hörner. Zwei Fagotte, das war so die Standardbesetzung. Dazu kam ein Continuo bestehend aus Akkordinstrumenten. Die haben wir hier in Nürnberg auch, spielen zwei Cembali und zwei Lauten. Und unser Orchester, die Nürnberger Philharmoniker, spielen nicht auf historischen Instrumenten, aber historisch informiert. Und es entsteht ein Klangbild, was schon dem des 18. Jahrhunderts sehr nahe kommt. Thank you.